War das, was wir gestern da gesehen haben, der Start der Korrektur an den Aktienmärkten? Das ist jetzt die große Frage und es gibt einige Hinweise darauf aus der Vergangenheit, dass dem so sein könnte, sein müsste. Aber heutzutage kann ein Tweet alles verändern von einer Sekunde auf die andere. Dementsprechend muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Schauen wir uns mal diese Statistik aus der Vergangenheit an. Da gibt es doch einige Hinweise, wie sich Märkte normalerweise verhalten. Hier sehen wir etwa den S&P 500 und hier oben sehen wir die Volatilität. Und wir sehen, dass wir normalerweise, wenn wir eine ausgeprägte Phase von ganz geringer Volatilität haben, sind normal die Aktienmärkte ganz oben. Aber sobald diese Volatilität anspringt, und das ist gestern passiert, wir haben gestern einen Anstieg des VIX gesehen von 17%, dann hört das normalerweise nicht sofort auf, sondern geht eben weiter. Wir sehen dann einen längeren Anstieg, eine längere Periode, mindestens einige Tage, dass die Volatilität ansteigt. Und normalerweise bedeutet das für die Aktienmärkte dann zunächst mal eben, dass eine Korrektur einsetzt, nachdem eben vorher solche Hochs erreicht worden sind. Wie könnte diese Korrektur ablaufen? Schauen wir uns mal die Daten aus dem Jahr 2018 an. Da haben wir neue Allzeithochs gesehen, etwa Anfang 2018, dann hat es 26 Tage gedauert bis zur Korrektur, die war dann zunächst mal knapp 10%. Dann haben wir Ähnliches im August gesehen, hat 33 Tage gedauert bis zur Korrektur, die war dann 17,5%. Die nächste nach 8 Tagen nach dem Allzeithoch 6,5% und jetzt die allerletzte 5,9%. Es wäre also nicht unüblich, es wäre ein normales Schema, wenn wir mindestens eine Korrektur von 5%, vielleicht sogar 10% bekommen würden, zumal wir ja vorher einen Anstieg gesehen haben, der sich gewaschen hat und der vor allem, das werde ich gleich zeigen, sich immer weiter von den fundamentalen Gegebenheiten entfernt. Hier sehen wir, dass wir jetzt 23 Tage haben, seitdem der S&P 500 am 28. Oktober das Allzeithoch erreicht hat. Gestern wären wir auf Future-Basis drüber gewesen, bevor diese Korrektur kam. Aber dann war ja der Tweet von Sid Donald, wir werden Argentinien und Brasilien bezollen. Warum macht Donald Trump das? Na klar, die Währungen haben abgewertet. Das dürfte aber der Vorwand nur sein, der brasilianische Real oder der argentinische Peso. Viel wichtiger dürfte sein, dass eben Argentinien und Brasilien wichtige Lieferanten sind, die richtig viel Geschäft an Land gezogen haben in letzter Zeit mit China. Und dieses Geschäft geht auf Kosten der USA. Da rächt sich jetzt Sid Donald. Insgesamt kommt eben das Thema Zölle wieder voll auf die Agenda. Genau das ist das Problem. Wilbur Ross gestern mit der Aussage, ja, wenn es bis 15. Dezember keinen Deal gibt, keinen Phase 1 Deal gibt, dann werden die Zölle eben kommen und es sind diese Zölle, die richtig wehtun, denn da sind Konsumprodukte betroffen. Ich sagte es bereits, aber die ganze Zollgeschichte geht weiter. Jetzt wollen die Amerikaner bis zu 100% Zölle erheben auf Güter im Wert von 2,4 Milliarden Dollar aus Frankreich. Das eine kleine Revanche für die Digitalsteuer, die die Franzosen ja erheben. Da wird Google und Co. mit 3% Umsatzsteuer pauschal mal belastet. Geht also nicht um den Gewinn, denn den Gewinn, die verschieben ja die Herrschaften aus den USA gerne mal irgendwo anders hin, wo man nicht so viel Steuern zahlt, sondern da geht es nach Umsatz, da kann man nicht weg. Und jetzt rächen sich die Amerikaner und sagen, ja, dann werden wir gegenüber französischem Roquefort-Käse hier bestimmte Maßnahmen ergreifen, Zölle erheben, wie gesagt, bis zu 100%. Handtaschen, Lippenstift und solche Güter. Naja, mancher braucht es ja. Ich zum Beispiel bin ein sehr intensiver Lippenstiftnutzer, meine Damen und Herren. Jedenfalls sehen wir, dass diese ganze Zollthematik jetzt wieder da ist, dass eine Timeline da ist mit den Zöllen, die die ganze Geschichte schwierig macht. Wir haben also jetzt gestern das erste Mal so ein bisschen richtig einen Schnaps nach unten genommen. Lag auch an dem schwachen ISM, der jetzt das vierte Mal in Folge gefallen ist, der ISM-Gewerbeindex in den USA. Das hat die Rezessionsängste wieder ein bisschen nach oben gebracht. Das Einzige, was über der 50er-Marke und damit auf Expansion hindeutet, waren die Supplier Deliveries, also die Zuliefermaßnahmen oder die Waren, die von den Zulieferern geliefert wurden. Wir sehen Employment ganz schwach. Wir sehen Export-Orders sehr, sehr schwach. Wir sehen die neuen Aufträge mit 47,2. Wir haben jetzt erstmals den ISM-Index seit der Finanzkrise
viermal in Folge im Bereich der Kontraktion, also unter der 50er-Marke. Und das ist eben für die Amerikaner jetzt ein Warnsignal, weil etwa zwei Drittel der Profite bei den S&P 500 Unternehmen werden eben aus dem Produktionssektor generiert und nicht aus dem Dienstleistungssektor. Deswegen zählt das. Insgesamt kann man sehen, dass wir ein immer weiteres Auseinanderdriften zwischen dem globalen BIP, zwischen der Weltwirtschaft mithin sehen, die ist nach wie vor eher in Richtung Abwärtsrichtung unterwegs, und eben den Aktienmärkten, die steil nach oben gegangen sind. Wir sehen, dass gestern vor allem sowohl Aktien als auch Anleihen abverkauft wurden. Das ist sozusagen das neue Motiv jetzt gewesen, dass wir normalerweise ja eine Flucht in die Anleihen haben, wenn die Aktienmärkte mal einen schwachen Tag haben. Das war gestern nicht der Fall, sondern auch die Anleihenmärkte wurden abverkauft. Mithin sind also die Renditen gestiegen für die sogenannten Risk Parity Funds, die sowohl Aktien als auch aus Risikoausgleich Anleihen im Portfolio haben. War das gestern der schlechteste Tag seit August. Da haben also ziemlich viele ziemlich auf die Mütze gekriegt. Wir sehen, dass die Profite weiter sinken. Wir haben eine Earnings Recession, gleichwohl die Aktienmärkte gestiegen sind. Diese Schere, dieses Gap, das muss sich irgendwann schließen. Und dieses Gap erklärt sich nur durch die psychologische Wirkung, die offenkundig die Fed auf die Märkte hat. Die Liquidität, die hier in den Markt gespült wurde. Aber auch diese Liquidität hat nicht verhindert, dass man sich Rezessionssorgen macht, dass man möglicherweise doch wieder die Möglichkeit bedenken muss, dass die Zölle dann kommen gegen China, ob die Fed nun da ist oder nicht. Schauen wir uns ein paar Dinge jetzt an in den Charts, wie da die Lage ist. Was wir hier sehen, und die Charts, meine Damen und Herren, falls ich es vergesse zu erwähnen, Sie wissen, von wem die sind, da sind wir jetzt beim DAX bei 13.022 Punkten. Immerhin, wir sind wieder über der 13.000er Marke, aber wir sind gestern doch gekommen von 13.330 und sind dann gefallen bis fast 12.960. Das sind mal gute 350 Pünktchen. Das ging zackig, das ging schnell, das hat wehgetan den Bullen, die ja schon durchaus hier verwöhnt waren. Und wenn wir uns mal anschauen, wie es jetzt beim DAX aussieht, dann sehen wir, dass wir hier an diesem Seitwärtsschiebekanal jetzt zunächst mal gescheitert sind, am Ausbruch aus demselben, dass wir auf der anderen Seite hier eine langlaufende Aufwärtstrendlinie von unten kommend getestet haben. Wenn der DAX diese Zone nicht überwindet, dann wäre das eine kurzfristige Top-Bildung. Zurück zu den Charts. Wir haben hier den S&P 500 3119, wir kommen eben von 3157, bevor Sid Donald getwittert hat. Der Nasdaq, den hat es gestern auch ein bisschen erwischt, über 1% im Minus. Wir haben das erste Mal jetzt am ersten Handelstag im Dezember seit dem Jahr 2008, dass Indizes mehr als 0,7% verloren haben am ersten Handelstag. Und hier sehen wir den Dow Jones 27.836. Profitiert hat davon der Euro zum Dollar, respektive der Dollar wurde insgesamt abverkauft. Das war das Muster, das wir gesehen haben. Gold konnte davon ein bisschen profitieren, aber nicht so richtig. 1460, wir sehen, Crude Oil hält sich bei $56.12. Heute wenig neue Nachrichten aus Asien. Wir haben eine Royal Bank of Australia, die australische Notenbank, die Zinsen nicht verändert hat und erstmal gesagt hat, na, wir halten mal die Füße still, sind erstmal ein bisschen positiv überrascht sogar weil von der Wirtschaft, weil eben die Stimmung sich aufgehellt hat im Gefolge der Liquiditätspartie und den Hoffnungen, dass sich diese ganze Handelskriegsthematik schon irgendwie erledigen wird, der australische Dollar höher. So ein bisschen hat das an den Zinssenkungsfantasien gekratzt, die so langsam vielleicht auch aus den Märkten ausgepreist werden müssen. Also, kommt jetzt eine Korrektur, wir werden sehen. Ein Tweet von Donald Trump, ja, wir sind fast ganz kurz vor einer Einigung und es geht wieder nach oben. Aber normalerweise müsste jetzt in einer solchen Situation eben eine Korrektur kommen von, ich sag mal, 5-10%. Das wäre das statistische Normal. Aber was ist schon normal, wenn Donald Trump US-Präsident ist, meine Damen und Herren? Ich wünsche einen wunderbaren Start in diesen Dienstag und sage Servus und...